Wir haben unterschieden, dass Menschenwürde oder Würde im Allgemeinen und Ehre in der Philosophiegeschichte zwar gleichermaßen Geltungsansprüche sind, aber unterschiedliche Geltungsbereiche haben. Während sich die Würde auf die Selbstgeltung eines Organismus bezieht, man insofern sinnvollerweise sowohl von Menschenwürde als auch von der Würde des Tieres, ja sogar von der Würde der Toten sprechen kann, so ist die Ehre ein in sich abgestuftes, differenziertes Geltungsprinzip und bezieht sich auf die Teilhabe des Einzelnen am Prozess des Kulturschaffens. Deswegen ist es ehrverletzend, wenn man Menschen, die bestimmten Verhaltensweisen und Rangfolgen ihres Berufsstandes abspricht. Deshalb ist es ehrverletzend, wenn wir einen Arzt, einen Kurpfuscher schimpfen oder einen Anwalt, einen Winkeladvokaten. Die Berufsehre als ein exemplarisches Beispiel der Ehre als Selbstgeltung des Einzelnen im Zusammenhang mit seinem Kulturschaffen zeigt uns, dass der Mensch als kulturschaffendes Wesen durch die Differenzierung der Gesellschaft unterschiedliche Geltungsbereiche schafft, innerhalb derer er sich positioniert und aufgrund seiner eigenen Positionierung eine bestimmte Achtung einfordern will. Ehre ist ein spezifisch menschliches Rechtsgut. Wir schützen die Würde des Tieres. Doch wir können nicht die Ehre des Tieres schützen, da das Tier per Definition keine Ehre hat. Wir können nicht einen Wellensittich beleidigen oder eine Katze denunzieren. Die Ehre als Selbstgeltung des Einzelnen in Abhängigkeit zu seiner Positionierung im Prozess des Kulturschaffens ist eine spezifisch menschliche Angelegenheit. Und hier sehen wir, dass vom Ethischen, vom Legalen, auch wieder Querverbindungen zum Ontologischen, also zum Seinsphilosophischen, gezogen werden können. Warum hat der Mensch als solcher überhaupt Würde und Ehre, während dem Tier, wie wir gesehen haben, nur die Würde zukommt, aber nicht die Ehre? Das hat die ontologische Voraussetzung, dass der Mensch sowohl ein natürlicher Organismus ist, als auch ein Wesen, das, und das ist konstitutiv für den Prozess des Menschseins als solchen, Kulturschaffen betreibt. Der Mensch ist biologische Entität und er ist zugleich ein Kulturschaffender. Und weil er gleichsam ein Gratwanderer ist zwischen diesen Geltungssphären, kommen ihm auch die beiden Rechtsgüter der Würde, die mit dem natürlichen Organismus verbunden ist, und der Ehre, die mit der Anteilhabe am Kulturschaffen verbunden ist, zu. Der Mensch als ein Grenzgänger zwischen natürlich biologischem Organismussein und andererseits aktiver persönlicher Teilhabe im Prozess der Vergesellschaftung mit Sprache, Schrift, Wissenschaft, Kunst, Politik. Dieser Mensch ist per se ein Wesen, dem Würde und auch eine bestimmte individuelle Ehre zukommen muss. Die Würde sei das Allgemeine, alle Verbindende, die Ehre sei das Individuelle, das auch beim Einzelnen im Zuge seines Lebens und im Zuge seines Wandelns durch bestimmte Instanzen, Institutionen und nicht zuletzt auch durch sein eigenes Verhalten immer wieder redefiniert werden kann. Wir haben es also mit einem allgemeinen und nicht wandlungsfähigen Begriff der Würde zu tun und mit einem sehr individuellen und sehr wohl wandlungsfähigen Konzept der Ehre. Sprechen wir von Ehre, so können wir auch von einem Ehrverlust sprechen. Während der Mensch seine Menschenwürde nicht verlieren kann, da die Würde als oberster Rechtsgrundsatz und höchstes Rechtsgut in freiheitlich-demokratischen Verfassungen definiert ist und jedem Menschen in jeder Situation zukommen muss, so ist die Ehre etwas wandlungs- und sogar verletzungsfähiges. Wir haben es bei der Ehre mit einem sensiblen, individuellen Wechselspiel
zwischen dem Einzelnen, der Gesellschaft und jenem Part des Kulturschaffens zu tun, in das er sich integrieren möchte und mehr oder weniger erfolgreich integriert hat. Man kann seine Ehre verlieren durch ein unethisches Verhalten, man kann sie auch wiederherstellen durch eine entsprechende Sühnehandlung oder Vergeltungstat. Wie ist nun die Problematik der Ehre dann zu sehen, wenn Menschen unehrenhafte Handlungen begehen? Wir wissen im Zuge des Strafrechts, dass jeder Mensch mehr ist als seine schlechteste Tat. Auch der Verbrecher ist nicht auf sein Verbrechen zu reduzieren. Der Verbrecher hat Würde, wie jeder Mensch in jedem Kontext Würde hat. Hat er Ehre? Das ist ein differenziertes Gebiet, denn sprechen wir von Ehre im klassisch-aristotelischen Verständnis, wie es Aristoteles in der Nikomachischen Ethik differenziert, so sehen wir die Ehre als den persönlichen Geltungsanspruch des Einzelnen im Zusammenhang mit seinem ethischen Verhalten an. Das ethische Verhalten ist für Aristoteles Grundlage der persönlichen Ehre und dieses ethische Verhalten kann in jedem Berufszweig und in jeder Lebenssituation gezeigt werden. Sprechen wir vom Verbrecher, so müsste laut Aristoteles in seinem Verhalten, da es per se unethisch ist, keine Ehre gefunden werden. Doch tatsächlich gibt es eine Form von Verbrecherehre. Wir wissen aus kriminellen Vereinigungen wie der Mafia, der Yakuza, der 'Ndrangheta, dass es sehr wohl einen Ehrenkodex unter Verbrechern gibt. Und dieser Ehrenkodex ist nicht im aristotelisch-idealistischen Verständnis identisch mit einer bestimmten ethischen Grundhaltung, sondern der Ehrenkodex ist identisch mit dem psychologischen Vertrauen, welches gewährt und geschützt wird. Ein Ehrenmann im Verständnis einer verbrecherischen Organisation, ein uomo d'onore im Verständnis der Mafia, ist eine Person, die zwar unethisch handelt, nach den Kodizes einer Mehrheit und nach demokratischen Gesetzen, die aber intern einen Vertrauensanspruch hat und erhält. Ehre als gewährleistetes Vertrauen ist ein sehr spezieller Ehrbegriff und ein sehr spezielles Ehrverständnis, das in Subkulturen gelten kann. Wir sehen also gleichsam eine psychologische Definition von Ehre und wir sehen eine normativ-ethische Definition von Ehre. Freilich sprechen wir in der Philosophie vom normativ-ethischen Geltungsanspruch der Ehre, der seinerseits in verschiedenen Berufs- und Gesellschaftsgruppen eine bestimmte Achtung einfordern kann. Doch sehen wir in Subkulturen den Ehrbegriff als psychologisches Verbundmittel des Vertrauens, so sehen wir, dass auch hier eine Form der Ehre, die man erwerben und die man auch verlieren kann, indem man vertrauensunwürdig ist, gezeigt wird. Wir haben also mit dem Prinzip der Ehre nicht nur ein von der allgemeinen Menschenwürde verschiedenes Rechtsgut, sondern wir haben ein Rechtsgut, das in sich auch je nach kulturellem Kontext sehr weit interpretationsfähig ist.